Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Roll-P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge ging es ein bisschen bunt zu. Wir haben endlich Magilo im Team. Wir haben versucht, diesen einen Priester zu töten. Der wurde aber von irgendeinem Greif getötet. Was? Und ja, dieser komische Bienenfu, dieser Norman, den dieser eine Rothaarige hier hatte, hat sich uns auch angeschlossen, nachdem Magilo zwanghaften Pakt mit ihnen eingeschlossen ist, so wie in Tales of Systeria. Und ja, ich habe ein bisschen offscreen Zeugs gemacht. Und zwar habe ich sie ein Level hochgelevelt und damit eine neue Art freigeschaltet. Ich glaube, großes Rad, oder? Ja. Ja, ich glaube schon. So, ausrüstungsmäßig habe ich nur von ihr Sachen bisher aufgelevelt. Die anderen fast alle Sachen hier haben, merke ich gerade. Und ja, was habe ich gelernt? Ich habe Bernsteinstiefel, ich habe Dingens Kampfstiefel, ja, und eine Wächterpuppe habe ich abgeschlossen. Das war die, mit der ich angefangen habe. Ich habe es geschafft, ein paar von denen, okay, jetzt erstmal, wie die aussehen. Zwei von denen habe ich in Laden kaufen können. Haben sie mir ein paar neue angeboten, habe ich natürlich direkt geholt. Ich glaube, Ohrringe auch. Alles hier neue Ohrringe. Mana-Ohrringe haben wir auch geschlossen, genau. Resistenzring habe ich abgeschlossen, glaube ich. Ja. Also, wir haben sehr wenig Sachen, die wir jetzt noch hochleveln können, überhaupt. So, was noch? Ja, natürlich. Titel, was habe ich da? Trickster-Stern. Ich glaube, 20 Staatskrankheiten, genau. Violette Hexe habe ich. Das sind 100 Malakats und 25 mal Magibu gesteuert. Ja, wahre Magibu, genau. Deswegen tue ich jetzt die ganze Zeit Nahkampfangriff mit der einsetzen. So, Lafayette und Eisen haben auch Sachen gelernt. Und zwar, er hat Schwachstellenjäger gelernt. Was war das nochmal? 50 Schwachpunkt-Kombos, glaube ich, ne? Ja. Und den Bernsteinanhänger hat er auch abgeschlossen. Ist bei mir in der falschen Zeile, in der falschen Spalte. Ich möchte den höchsten Angriff haben. Und hier, ja. Okay, und Lafayette hat, glaube ich, 50 oder 20 Beuteobjekte oder 30 hier. 30 hat Beutebesitzer bekommen, genau. So, war es dort? Ja, ach ja, Expedition, sollte ich vielleicht schnell machen. Ich wieder vergesse. Da habe ich auch von irgendwo, glaube ich. Oh, geil. Wissen's du hast. Jawohl, ich habe ein Fernrohr hier bekommen, was ein Accessoire ist. Geil, oder? Oh, hier habe ich schon alles. Da habe ich Schneckenmuschel. Gehen wir mal hier. So, kochen habe ich, glaube ich, auch mit jedem Charakter. Bisher Level 2 erreicht, mit Velvet sogar Level 3. Sie lernt jetzt Dingens. Hier, maximal KP plus 10% hat sie. So, und wir sind gerade mit dran gezogen, kochen. Seekommandant, direkt ein neuer Titel. Pff. Sag mal. Expedition zu den äußeren Meeren, 20 von 60. Die Standardkosten von Arzt basieren auf. Okay. Gut. Ich müsste am Anfang von diesem Part hier übrigens noch ein Skit reingepackt haben. Und. Ach ja, ich habe noch einen Ladenrang auf Level 4 bekommen. Da habe ich einen Glazid bekommen wieder. Wenn ich jetzt wüsste, wo die sind hier. Glazid des Adepten, glaube ich. Anfängerschmied, Glazid. Ich habe ein Glazid bekommen. Lerntempel von Meisterfähigkeit plus 10%. Ich glaube, das hier war das. Ja. Objektbenutzerrate runter. Geil, ne? Und ja, gut. Ich glaube, einige Charaktere sind kurz davor, ein Level abzuholen. Ich habe Velvet die ganze Zeit nicht im Team gehabt. Ich habe nur Magilo gesteuert. Und ja. Einfach nur, weil Velvet schon so einen großen Vorsprung hat von den Erfahrungspunkten her. So. Wir sind mit physischen Angriffen hier abgehen.
Ja, ich habe ihre Dinge noch nicht so ausprobieren können, ihren Seelenbrecher. Einfach nur, weil hier noch keine Gegner sind, die Magie einsetzen. Ja, natürlich die Angriffe von ihr so ein bisschen optimiert hier, so kritische Angriffe. Jetzt hat sie ja, glaube ich, in diesem Wasserangriff, ne? Ja. Na, wer wird hat gar nichts Neues gelernt? Weil ich noch ein bisschen hoch trainieren können, ja. Ja, seid ihr alle entfernt. Sehr weit. In der Kacke alle so einen großen Abstand haben. Wir müssen die alle auf dem gleichen Level sein. Ich meine, sind sie ja, aber ich meine so richtig. Ja, ich glaube, hier kam auch noch ein Skit. Nein, okay, irgendwo kam noch ein Skit, glaube ich. Deswegen bin ich hier nicht reingegangen, oder? Da ist wieder eine neue Truhe, okay. Ja, anscheinend ist hier kein neues Skit. Wieso bin ich da nicht reingegangen? Hat diese Dings gemacht hier. Ist hier was drin? So, trotzdem mal hier übernachten. Hat galt, hallo. Na, passiert nichts, ne? Ja. Die Zeremonie des Hirten war fabelhaft. Ich bin froh, dass ich aus Hellavis hergekommen bin. Ja, da hat es gerade gebrannt. Wäre vielleicht besser. Aber ich habe gehört, dass die Simon die Stadt eingenommen und niedergemacht haben und selbst vor Digan wurde angegriffen. Ich will gerne wissen, was passiert ist, aber kein Schiff fährt Richtung Heimat. Hm, was, wenn mein Haus abgebrannt ist? Okay, muss man nochmal gucken. Das ist der Typ, den wir gebeichtet haben, dass wir alles schlimme Sachen gemacht haben. Artorius, der Hirte, das ist mal ein Mensch, der weiter sehen kann als ein Wal im warmen Wasser. Ist ein großartiger Mann, das steht fest. Ja, dann sagt das nicht zu laut. Dann kommt Velvet und macht schlimme Sachen mit dir. So, warte mal in hier. Ja, Bernsteinfragmente. Habt ihr zu sagen? Nix, okay. Pff. War mir zu anstrengend. Guck mal, ich mir irgendwelche Sachen kaufen kann. Hast du gehört? Bist du ein bisschen Frau oder ja? Hast du gehört, dass die Königliche Medizinische Gesellschaft von Dämonen angegriffen wurde? Wie können sie nur Ärzte angreifen, die in humanitären Missionen unterwegs sind? Diese Dämonen sind wirklich herzlose Monster. Was ist da? So, ich hätte vielleicht hier ein bisschen was machen sollen. Schnitzen, stoßen, platzen lassen. Und ja, hier ist es für Magilo. Ein Kostüm, zwei Stück, um genau zu sein. Mini Yuri, Ludgar. Kann ich mir beides nicht leisten. Also kann ich mir leisten, aber. Mach mal Schnellschlag. Das ist ja das, wo wir viel Schaden anrichten müssen, oder? Was war mit Magilo? Also Mama. War Schaden, oder? Oder war ein Treffer? Na. Nee. Ja, Treffer oder Schaden machen. Nicht schlecht, nimm dies als Belohnung. Oh, hallo. Was an Norman? Wir versuchen halt mal. Velvet müsste ja eigentlich hinbekommen. Muss auch Treffer, oder? Nö. Was mit jedem Charakter? Unter Hilfe nachgucken. Warum Schamballon 2? Ja, genau, versucht nur der Frist möglich viel Schaden zu verursachen. So, mal Eisen. Hm.
Ja, das wird nichts. Mit so eine Sache, die wird irgendwie besser, wenn wir stärker werden, habe ich so ein Gefühl. 79 nur, ey. Gut, so viel dazu. Ist auch um die Truhe vielleicht neu gespawnt? Nee, ist auch eine Bronze-Truhe, okay. Wo liegt das dann? So, was geht? Wollten wir eigentlich, wir müssen zu Artorius, ne, zu diesem Tempel. Wir waren noch gerade im Gasthaus. Ich bin gerade in ein, ja, okay, so ist auch. Warte mal, nein, mir fällt gerade was ein. Aha. あれを手に入れただと。バカ。声がでかいんだよ。やっとの思いで手に入れた。イリアーニュの赤ぶどうを浸水なんだぞ。ベンウィックたちに見つかったら全部飲まれちまうだろうが。なんだ。あいつらには内緒なのか。当然だろうよ。あいつらは腹いっぱい飲み食いできりゃ満足なんだからよ。ガキに貴重な赤ぶどう浸水なんか飲ませられるか。 Fährt gerade ein. Habe meine Klinge gewälzt. Stört sich, wenn ich dann deinen Schwanz ausprobiere? Ja, aber natürlich stört mich das. Du bist ein Monster, sogar Monstern Angst macht. Das kannst du mir glauben. Ich hätte vielleicht. Weiß ich nicht. Muss mal kurz speichern. Und zwar gehen wir mal kurz laden. Und da geht die Quest weiter. Wäre ich wahrscheinlich am Ende des Parts war. Mir ist nämlich aufgefallen, in der letzten Stadt waren noch ein paar Ausrufezeichen. Ich habe gar nicht mit den Leuten geredet. Aha. Oh, Gott, mich da so was von an. Schon wieder ein paar Gespräche verpasst. はい。船の手入れは万全っす。よし。偵察が戻ってきて、俺たちが出発したら、お前はいつでも出港できる体制で待て。はい。聖書の御座で何が起こるかは予想もつかん。最悪の場合に備えておくんだ。副長と一緒にいる以上の最悪なんてあるんですかね。 Wenn die Speer noch länger brauchen, müssen wir einen anderen Weg finden. Etwas könnte ihnen zugeschossen sein. Wo ist Lafayette? Und wo ist Neroku? Haben wir gesehen. Wort stört mich. Ich habe jetzt ein paar Ausrufezeichen verpasst. Gibt doch nichts Schlimmes auf der Welt, ey. ボーニー頼まれてしまうとからの。でも絶対勝ち目はないでふよ。逆らうの。なんぞおっさんから言い含められたかい。とんでもないでふ。ならば付き合ってもらうぞ。何？危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけのことでふね。さすがよくわかっておるの、ビエフ。 Na Gott. Wenn du einen Jungen suchst, er hat sich auf den Weg zu diesem Pier gemacht, der vor uns liegt. Und jetzt sogar ein Apfel. Mit wem vorreden? Magilo.
Gut, zu jeder anderen Zeit würde ich gerne mit dir reden, aber jetzt will ich mit Bienenfu reden. Ich habe mir mit meinem Taschengeld einen Apfel gekauft. Du bekommst ein Taschengeld? Maglo ist viel besorglicher, als sie tut. Andererseits hat sie mir meinen Apfel gleich wieder weggenommen, nachdem ich ihn gekauft hatte. Ja, wollte ich gerade fragen, siehst du jetzt gerade einen Apfel? So, mit deinem Kompass, ja. Wo auf der Welt gibt es solch große Äpfel? Aha. Cool Story, Bro. So, lass mich raten, ich kann wahrscheinlich nicht. Was ich wahrscheinlich machen werde, ist, wo auch immer wir jetzt landen, werde erstmal speichern und dann die Dinger nachholen. Ja, wahrscheinlich jetzt gleich laden. Dann gucken wir uns die mal an. Hallo. Ah. Haben eine Kugel. Kann da kommen. Man hat bei denen besiegt. Kann mich gar nicht erinnern. Wahrscheinlich im letzten Part, aber trotzdem. Dafür irgendwas passiert. Mal laden. Geht nicht hier, verdammt. Einfach nur um die Dinger zu sehen. Ich werde das dann so machen. Ich werde die dann Na, hier sind noch ganz viele Sachen. Ich werde dann zu dem Punkt noch mal, ich werde diesen Spielstand hier noch mal laden gleich und dann noch mal alles hier machen, was ich vorhin gemacht habe. Ich weiß nicht, ob diese ganzen Sachen irgendwann später wichtig werden oder so. あれには積成功が入っている。なんだって。積成功ってのは確か徴収性が高い、ちょっとやばいやつだろ。
手に入らなくなった今がやめ時だ。船乗りならそんなもんに頼らず体を動かせ。ああ、そうだな。ネクタはやめだ。これからは仕事上がりに浸水にするぜ。いいこと教えてくれてありがとうよ。 Okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen unkoordinierter Part, aber ich weiß, was wir noch machen können. Böse, ich muss halt alles noch mal doppelt machen, obwohl ich kann eigentlich hier noch speichern, ne? Da muss ich halt noch mal hier so ein, zwei Kämpfe machen, um die Titel zu bekommen. Ein bisschen die Story weitermachen und dann machen wir da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. なんであんたが困るわけ。商売だからに決まってるじゃないか。今聖主カヌヌシ様の先座の儀式が行われてるだろ。あれだけ感動的な演説を聞いたら、誰だって新しい聖主の御座を拝みに行きたくなる。そこで見学記念の聖杯を売るのさ。そいつを今ゼクソン公の。大魔法フィートを使うね。カヌヌシ様はいろいろとご利益があるんじゃの。その聖杯には何か紋章などは入っておるのかい。これから町の職人のところに持ち込んで紋章を書き込ませるところだ。 Expedition, ja. So. Ich noch mal hier hinschicken. Habe ich ihn geschickt, ne? Da muss ich noch ein paar Minuten warten. So, Seekommandant, genau. Bist du eine Tänzerin? Das Wichtigste ist die Finesse. Gibt dem Publikum jeden Tag eine Vorstellung, die nur ein klein wenig besser ist als die vorherige. Und der Erfolg ist euch gewiss. Nur ein klein wenig besser verstanden. Cool. So, noch mehr Dinger, ne? Da. Hier sind noch voll viele. Was? Da ist was, aber das wird mir nicht angezeigt. Wo denn? Gerade wird mir ja was angezeigt. Warum ist hier... Kann ich ins Heiligtum reingehen? Na, warte mal. So, Heiligtum. Boah, da ist aber echt noch was. Dann sage ich, will die nicht verpassen. Ich weiß nicht, ob die wichtig werden, ob die mit Quests zusammenliegen oder so. Aber die sind wahrscheinlich verpassbar. Deswegen tue ich die einfach mal einsammeln. Oh, du schon wieder. わしに言っとるのかえ。そうです。どこから罪を告白なさい。わかったわ。ずっと本当のことを言いたかった。でも勇気がなくて言えなかったの。きっとこれは聖主様がくれた機会なのね。おお、そこまで聖主様を思って。 違う。私が思っていたのはあなたよ。私をですか。しかし私は聖主様に仕える身。いや、あなたも私だけを見て、そして抱きしめて。私は、私は などというこっつまらん恋愛小説を読んでしまったんじゃよ。どうしようもない無駄な時間を過ごしてしまったことを許したまえ。なんという罪作りな。おっと、罪を告白するつもりが罪な告白をしてしまったか。これも許しておくれ。許したくない。
Oh. Warum nicht? Ich werde es tun. Ich bin Magilo voll putzig. Wenn die auf mir, wenn die zu mir kommen würde und so was sagen würde, würde ich sagen, jupp. Oh Mann. Hier, warte mal noch. Ja, immer diese eine, die man noch nicht. Was ist hier? Oh, da wird mir ein Ausrufezeichen angezeigt. Aber da ist nichts. Stimmt mit den Kindern da nicht, ey. Sind voll am Abmippen. ごめん、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 ごめ
犬と猿を敵対関係にしますが、猿がダメなら人間とも仲良くしないですよ。と静かに語っておる。犬ってそんな風に思ってたんだね。さらりと失礼なこと言うの。 Okay, warte mal noch. Ja, gucken wir mal, ob das jetzt da ist. Ansonsten, wenn mein Partner sind, dann in der nächsten Folge wieder genau da, wo wir aufgehört haben vorhin. Also am Hafen, direkt vor diesem Tor, wo alle gewartet haben. Und ja, weiß nicht, was das hier soll. Oben irgendwas? Nee, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.